den Butterschalen und den Lichtauge. Wenn du jetzt eine Größenzeit ist, dann ist das Lichtauge da das Vordermann für mich, also ob das dreimal hoch ist, sag ich jetzt mal. Nein, das ist es nicht. Aber das lese ich jetzt ab, weil die genaue Zahl ist so auf die Höhe gegangen, dass ich Ihnen das jetzt genau ablesen möchte. Und zwar ist es so, Runde. Ja, 4,30. Also das Lichtauge ist am höchsten Punkt hier mit der 30 hoch. Am höchsten Punkt. Ich zeige Ihnen doch mal eben, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wo das hier wieder 30 hoch ist. Also da. Das ist bei der Beilage der Presseerklärung hinten dran. Da sind die ganzen Daten drauf. Also auch die Höhe. Mich hätte interessiert, wenn Geldingen prüfen. Wenn ein Architekt einen solchen zukunftsgerichteten Entwurf präsentiert, verwirklichen möchte, geht ihm ja auch etwas durch den Kopf, wenn er die Presseverfolgung in den letzten vier Wochen und die Bevölkerung vor Ort darauf reagiert. Was geht ihm dabei durch den Kopf? Finden Sie Verbindungsprobleme? Finden Sie es eine gewisse Mutlosigkeit vor Ort? Oder wie ist das? Ja, da haben Sie ja schon größere Geister dran versucht, das zu erklären. Zunächst einmal, wenn Sie auch nicht das tröste, würde ich sagen, dass es eine Reihe von solchen Großprojekten in den letzten 20 Jahren in der Republik gegeben hat, die ähnlich schwierig aufgenommen wurden, vielleicht auch zunächst aufgenommen wurden. Wenn ich Ihnen als ein Beispiel aus meiner Heimatstadt nennen darf, es gibt den Rhein-Ufer-Tunnel in Düsseldorf, eine Maßnahme, die nach damaligen Verhältnissen wahnsinnig viel Geld gekostet hat, 350 Millionen D-Mark, das war unvorstellbar viel Geld vor 20 Jahren. Und da gab es eine Menge Proteste dagegen, wurde eine Menge Staats natürlich für viele, viele Jahre verunstaltet. Ich glaube nicht, dass es jemanden heute gäbe, der ernsthaft in Frage stellen würde, dass das eine ungeheure Lebensqualitätsverbesserung für Düsseldorf miteinander darstellt. Und so ein bisschen komme ich mir hier vor, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass das, was wir da tun, richtig ist, werden wir es sicherlich sein lassen, alle miteinander. Da wäre ja anders genug dafür gewesen. Was die politische Situation anbelangt, ich habe das auch in verschiedenen Zeitungsinterviews versucht zu erklären, bedauere ich es, dass die Grünen ihre parlamentarische Arbeit offensichtlich zugunsten außerparlamentarischer Arbeit aufgegeben haben. Und demokratisch mit großen Mehrheiten zustande gekommene Beschlüsse, rechtlich vollständig durchgefochtene Gerichtsverfahren und ähnliches alles mehr, durch die Mobilisierung von Demonstrationen und auch meiner Meinung nach vielleicht missbräuchlichen Benutzen von Demonstrationen inszenieren, indem sie nötigen Charakter bekommen. Und das finde ich schwierig. Jeder hat seine Meinung, ich darf auch öffentlich demonstrieren, diese Meinung. Was ich schwierig finde, ist, wenn das diesen Zwangscharakter bekommt. Und wenn es tatsächlich die parlamentarische Arbeit anfängt zu ersetzen, das entspricht weder meinem noch dem Demokratieverständnis der Mehrheit der Bevölkerung. Was soll ich nur sagen, wie viele Reisende den jetzigen Bahnhof täglich benutzen und wie kapazitiert es noch ist? Ja, wir haben im Moment so 240.000 Reisende inklusive Besucher pro Tag. Wir gehen davon aus, dass wir so die 300.000 Reisende haben werden, wenn wir da pro Tag ist das ein Problem. Und wann ist es denn? Zwei Fragen in der Ingenhofen. Der Ingenhofen, das heißt der Kollege im Ansprach, sehen Sie denn Ihrerseits noch Möglichkeiten, in irgendeiner Form deeskalieren, in diesem Konflikt aufzutreten oder zu lösen? Stand heute. Und die zweite Frage, welcher Aspekt spielen denn die notwendigen Kostenreduzierungen, die vom Bahnvorstand vorgegeben waren, für die Ja, also vielleicht zunächst einmal zum Thema Deeskalation. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht an Deeskalation interessiert wäre. Ja, klar. Den Beitrag, den ich persönlich leisten kann und den auch die Mitarbeiter der Bahn leisten können und leisten werden, ist Aufklärung zu betreiben. Das ist ja einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen. Ich habe das ja an anderen Stellen auch schon getan. Hatte auch immer den Eindruck, dass viele, so wie sich intensiv
damit dann auch auseinandersetzen, zuhören und so weiter, mehr von dem verstehen, was man tut. Und möchte nach wie vor hoffen, dass man, wenn man sich um dieses Verständnis bemüht, und an mir soll es da nicht scheitern, dafür immer wieder zu werben und es auch zu erklären, was wir tun. Ein großer Anhänger der Erklärbarkeit von Architektur und nicht der Geheimnisse im Hinterzimmer machen von Architektur, dann glaube ich, dass man das kann unser Beitrag dazu sein, zu dem, was Sie da fragen. Wenn das Angebot steht jederzeit. Hätten Sie mir Ihre Frage? Kosten? Ah ja, das vergesse ich nicht immer. Also, zu den Kosten gleich Folgendes. Natürlich haben Kosten auch bei den Planungen in den letzten Monaten eine Rolle gespielt. Das wäre ja gerade so komisch, wenn das nicht der Fall wäre. Das ist auch in jedem Projekt normal, dass es so ist. Und wir kennen alle die finanzielle Situation von allen Beteiligten, sodass natürlich jeder sehr verantwortlich ist, mit dem Geld umzugehen. Dennoch ist es nicht so gewesen, als habe der Kostenaspekt hier erstmal als erstes im Vordergrund gestanden. Mich würde interessieren, wie die Erweiterung von 8 auf 10 Gleisen möglich wäre. Die Bahn hat es ja mal anheimgestellt, dass es denkbar wäre. Können Sie das bitte mal auf dem Plan erklären? Und Sie machen ja im Prinzip so eine Badewanne, kann man sagen, es wäre ja dann zwei Gleise außerhalb dieser Wanne. Ja, und was das ungefähr kosten würde, weil das ist schon mal eine Option. Also als Bauherr kann ich Ihnen sagen, dass keine konkreten Überlegungen angestellt werden, die Gleise zu vermehren. Ich glaube, das bietet sich im Moment auch aufgrund des Fortschritts des Projektes in der Form nicht an. Wir haben sämtliche Untersuchungen im Rahmen des Projektes getätigt, wo wir der Meinung sind, dass das gerade einer der Vorteile ist, dass wir diese Durchgangsgleise zukünftig haben. Man vergleicht ja immer die 16 Gleise versus die 8 Gleise, vergisst aber, dass man einen Zu- und Ablauf braucht. Und der Zu- und Ablauf ist gerade durch den Durchgangsbahnhof zukünftig wesentlich besser gewährleistet. Dazu kommt, dass man auf den Strecken anders als heute mit einer höheren Anfahrtsgeschwindigkeit dort operieren kann, was die Kapazität zusätzlich erhöht. Und dass vorgesehen ist, dass einen den Bahnsteigen auch zwei Züge hintereinander halten können, was heute auch nicht möglich ist, weil es muss ja dann mal getaktet rausgefahren werden. Man kann das beispielsweise in Hamburg sehen, im Hauptbahnhof, wo wirklich zwei Züge komplett hintereinander halten und in unterschiedlichen Richtungen dann entsprechend wieder ausweichen. Also insoweit ist im Moment nicht daran gedacht, ob das perspektivisch zukünftig, ich sag mal, in 50, 80, 100 Jahren erforderlich ist, da müsste man sich vielleicht dann nochmal zusätzlich holen. Aber in der Form, wie wir jetzt im Moment unterwegs sind, ist das nicht komplett angedacht. Ja, weil es nicht möglich ist? Das ist im Moment nicht möglich. Also einmal bautechnisch nicht, zum anderen auch planerisch nicht. Da müsste man alles auf Halt setzen und ein komplett neues Verfahren einbauen. Aber wir sehen auch die Notwendigkeit jetzt für 10 Gleise nicht. Also wir versuchen natürlich auch den Aufwand und den Verbrauch, sag ich mal, unterirdisch so an Land sozusagen so klein wie möglich zu machen.